Hallo und herzlich willkommen zum vierten Let's Grusel. Wir haben heute mal was anderes für euch vorbereitet. Wir spielen Haunt, das echte Slender Game, wie man so schön sagt. Natürlich wieder mit dem Tim an meiner Seite. Und hinter. Ich hoffe, ihr habt euch das letzte angeguckt, denn das war so verdammt gut, Jungs. Und ich hoffe, das wird noch besser, weil das wird definitiv hammermäßig, weil das ist Top-Grafik. Top-Grafik. Im Gegensatz zu Slenderman ist das Wahnsinns-Grafik. Ja, also Haunt, ne? Wir werden auch direkt reinstarten. Im Prinzip kennt ihr ja schon Slenderman oder Slender. Das ist praktisch dasselbe. Wir starten hier in dem Fall, kann man da so drei verschiedene Difficulty-Dinger einstellen. Und ja. Wir nehmen natürlich den Gamer, also erstmal ja. Mittel. Ne? Also da geht's. Wir sind weder Noobs noch glauben wir ans Paranormale, genau. Von daher. Und in dem Fall gibt es da Batterien, da gibt es Map-Markers, Medium Slender Agro, extra Fotos to find und die Night will come. Also die Nacht wird kommen. Also wir wissen selber nicht, was das heißt. Wir haben ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was das heißt. Wir haben das Spiel noch nie gespielt. Ja. Aber das Spielprinzip ist wie bei Slender the Eight Pages genau gleich. Wir müssen Sachen finden. Ich glaube, es sind diesmal 12 Seiten, die wir finden müssen. Nicht nur 8. Ja. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Wir starten einfach mal. Wie immer, Tim spielt wieder die Maus, ich spiele wieder die Tastatur. Ja, ich kann Licht an- und ausmachen und ich kann, ja, wie vorher. Aktion, ne, Sachen aufnehmen. Ich laufe natürlich rum und What ich sprinte. What would you do if sprinte. You woke up in a place? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe auch nicht fertig gelesen. So, wenn also ihr es gelesen habt, schreibt in die Kommentare, was da stand. Okay, ihr seht schon direkt, die Grafik ist wesentlich besser. Es ist wesentlich besser. Also wir haben natürlich wieder die... Ach, die Taschenlampe machst du ja, richtig. Ja, Taschenlampe an, aus. Ich kann natürlich sprinten. Dann sehen wir auch schön, wie unser... Okay, da kann ich die Taschenlampe... Warte mal, lauf mal gerade. Ja. Okay, gut, mit Taschenlampe an. Wenn du stehen bleibst oder langsam läufst, dann kannst du die ausmachen. Dann kannst du die ausmachen. Also nicht während wir joggen. Mhm. Okay. Also ich mach die jetzt mal aus. Weil da, jetzt ja, dazu nochmal gesagt, wir haben es beide noch nicht gezockt. Nur mal so wirklich ein paar Sekunden. Phew! Das ist der Green Park. Welcome to Green Park. Green Park. Mit einem großen Feld hier oben. Also was ich damit sagen will, es ist auch für uns was ganz Neues. Ja. Vom Prinzip her natürlich gleich, aber wir kennen die Map überhaupt nicht. Dürfte spannend werden, ich bin gespannt. Legend Park. Legend. Legend of Zelda. Guck mal, Park, Mutters. Was? So, egal. Also hier ist schon mal ein Auto, das heißt auch so viel, dass hier jemand schon mal war. Oder etwas. Ah. So, also let's das... see what is on das the other side of the gate. Das scheinen die Pages zu sein, die wir sammeln müssen. Das ist ein Buch, das sammeln wir auf, das können wir auch jederzeit aufrufen, wenn wir wollen. Also das ist etwas, worin wir Dinge sammeln. Unsere Batterien. Und das sind Batterien? Das ist ein Foto. Also ich denke, die Batterien sind klar, sind für die Taschenlampe gedacht. Ja. Und jetzt bitte die Taschenlampe anmachen. Bitte, danke. Wir bleiben auf dem Weg. Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Da unten, da stand, shit, what was that? Ich frage mich jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gar gucke. Nicht gesehen, ne. Alter, ey, das Game ist einfach so uncool. Ja. Ja, unglaublich. Also, es ist... Wir folgen dem Pfad der Tugend. Es gefällt mir irgendwie gar nicht, weil in The Eight Pages, das haben wir schon so oft gezockt gehabt, wir wussten irgendwie ungefähr, welche Richtung wir gehen. Ich weiß nicht mal, welche Locations es hier gibt. Was ist das? Das ist ein Waypoint. Okay, das Lookout. Lookout Chapel. Und was ist links? Green Inn. Lass dort Chapel gehen, ey. Kirchen sind immer gruselig. Ah. So. Ja, das macht ja auch Sinn. Ja. Was ist das da oben? Mond oder sowas? Da oben? Boah, ich dachte, dieses Ding wäre ein... Also das Ding ist, hier sieht der Herr Slender auch ganz anders aus, der Slendermann. Yep. Der ist, also das wissen wir. Das Problem, was ich gerade habe, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn der Agro auf uns ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie es aussieht. Ob dann Bild krisselt oder ob plötzlich irgendwie Plazenta in Bildschirmrichtung geschleudert wird. Das sah jetzt schon so aus, als wäre das irgendwie Agro, ne? Ja. Weil wir einfach voll langsam Könnte gehen. Aber auch einfach nur so sein, dass wir irgendwie so an einer Stelle die Matrix passiert wir einfach haben. Schlendern. Da links ist... Oh, da links ist da. Turm. Ein Turm. Oh, von so einer Wendeltreppe, ey. Ein Turm. Ja, Wendeltreppen, ne? Das sind... Natürlich ein Tor. Okay. Irgendwas wollen die uns sagen, ich verstehe aber nicht was. Bewegst du dich bitte? Ja. Boah, ich habe halt Angst, immer mich umzudrehen. Da hört es für mich auf. Boah, die Art und Weise, wie ich hier sitze, ne? Die Blutzufuhr zu meinem rechten Bein ist abgeschnitten. Ach. Wenn ich hier einfach gleich umkippe, ne? Dann. Beatme dich, Mann. Ich beatme.
Heißt das, der ist jetzt aggro? Bitte sag mir, das ist nur eine Grenze zur anderen Dimension. Aber vielleicht ist das genau hier an der Stelle, weil es grisselt da immer, weil... Ja, gerade eben hat es schon wieder gegrisselt. Aber ich habe, glaube ich, irgendwas gehört hinter uns. Lass es... Alter, das ist echt nicht cool. Wie, noch fängst du so an. Aber sobald wir einmal irgendwie so einen richtigen Schockmoment hatten... Mach ich das nie wieder. Hatten wir doch einmal in der letzten Folge. Hatten wir das? Ja, hab ich mich umgedreht. Hab ich nicht geguckt, die letzte Folge. Ich war dabei, Junge. Oh, Vorsicht, da ist ein Ast. Ich geh mal einen Schritt zur Seite. Alter. Richtig einen mitbekommen. Richtig schön ein Gewicht bekommen. Mal ein bisschen hier chillaxen. Sieht aus, als hätte ich keinen Arm. Jetzt zieh das mal. So. So, lieber so. Okay, da hinten leuchtet was, Tim. Das ist das Green Inn. Boah, ich dachte, da kommen sogar Zombies von links so reingelaufen. Ach, das Green Inn. Leuchtet zwar gelb, false advertising nennt man sowas, wo ich herkomme. Da sind wir. Darauf steht Todesstrafe. Nochmal gerade gucken. Tiny Hill Chapel. Chapel. Ja, diese richtig schöne Pine. Übersichtsmap. Da sind wir. Das ist ja irgendwie ganz cool. So, aber so gehen wir oben durch. Hey, help! Can you hear me? Redet der? Hat der irgendwen gesehen? Oder sie? Ich gehe mal. Ich weiß nicht, auf. Wer jetzt redet gerade. Ich hoffe, wir. Alter, wenn da gerade irgendjemand anders uns was zugerufen hat, ne? Dann ich weiß auch nicht. Help, can you? Ey, wenn man eins aus Horrorfilmen gelernt hat, ne? Dann, dass man nie in verfickte einzelne alleinstehende Häuser geht. Geh da rein. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel auf der Treppe. Da, ja, das hast du ihn. Okay. Oh, ist er das? Was ist er doch? Ja, ja. Was, dreh dich um! Die Marine, ey. Alright. Habt ihr das gesehen? Da war gerade was. Was ist das für eine... You found tribe. Oh, wir können das Game saven. Laber nicht. Allerdings, Gaming-Regel, erster Save-Punkt, den benutzt man nicht. Weißt du doch. Ja, klar, Klassiker. Ja. So. Ja. Ein bisschen buggy. Ja, es ist... Die Art und Weise, wie wir das spielen, erfordert höchste Konzentration. Okay. War das. Moment. War das jetzt die erste Seite? Die gefunden ja, 11 sind da. Ach so. Achso, das erste, also dieses Buch, was man am Anfang findet, gilt also nicht. Nee. Ich kann ja gerade mal so frech sein reingucken. Arschloch. Boah, Alter, ich dachte gerade links, da wäre er. Ich dachte gerade, er steht. Boah, Alter. Ich hänge hier, ich kann hier nicht weg. Oh Gott, ich konnte ja nicht. Ja, Donner, ey. Ist ja Donner. Alter, du blödes Arschloch, ey. Ey! Oh, ich dachte gerade schon. Können wir mal rausgucken? Ja, guck mal. Schön aus. Da plane ich meinen nächsten Urlaub. Oh Gott. Hörst du ihn? Nein. Ich dachte, wir hätten mittlere Aggro gewählt. Boah, lauf einfach. Du läufst, Junge, immer noch. Ich rede auch mit Jerry. Wir laufen zum Pineapple hier links. Pineapple? Nee, rechts. Wer lebt in der Ananas ganz tief im Meer? Pineapple, hey! Gelblich und süß und schmackhaft zur See. Hm. Pineapple, hey! Yeah! Pineapple, 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 Apple. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was hier passiert ist, ne? Keine Ahnung, vor allem, wer hat diesen Weg angefangen? Also meine Theorie von The Eight Pages war ja, habe ich immer mal gesagt, dass das so eine Slender-Fütterung ist. Was ist das denn? Ja, hier ist jemand hin und wir versuchen den zu retten. Echt? Hier ist jemand verloren gegangen, weil da ist ein Auto, was an ist? Oder ja, warum ist versuchen... Warum? Vermutlich nur der Donner. Ja. Wieder mal Odin, ey. Bei Odins Bart. Mal ein bisschen Taschenlampe aus, wir wollen ja die Batterien sparen. Aber das Game ist trotzdem hell genug, ne? Das ist echt das ist krass, bei Slenderman hat man hier nichts mehr. Da hinten ist irgendwas, hast du gesehen? Where? Da ist irgend so eine, ist das so ein Haus oder so? Guck mal ein bisschen nach oben. Irgendwas dachte ich wäre da gerade, ne? Aber... Oh, du dreckiger Sohn eines komischen spektralen Unwesenheitswesenslichen Scheiß hier. Oh, das ging mir gerade von den Fingerspitzen rein. Meister Lampe, ey. Oh, guck mal, oh, Partikel. Partikel for the win. So.
Was ist hier? Weiß ich nicht. So eine Tür. It was. That door. Das war eine Tür. Wir folgen den Partikeln. Partikeln. Bis zu diesem Haus. Oh nee, was ist das denn hier, ey? Das ist voller Pickel. Hier. Hier kommen wir durch. Da steht Pain. What the fuck? A bunker in a place like this? Yep. Alter, das ist so uncool, ne? Ohne Scheiß. Ey, es macht mich echt so fertig, weil das sind echt so Locations, die gab's einfach noch nicht in 8 Pages. Ey, vor allem, das sind einfach so richtig krank. Vor allem durch die Grafik sieht das einfach richtig gruselig aus. Ja. Beweg dich. Fuck. Ich glaube, wir werden uns auch richtig heftig erschrecken, weil wir beide das noch nicht einschätzen können einfach. Weil Slenderman konnte man wenigstens, okay, wenn wir jetzt hier lang gehen. Ich kenne das Verhalten nicht. Ich weiß nicht, wann... Der angreift. Ich weiß nicht, ob man den mal sieht oder ob der einen einfach nur dann so... Fistet oder so. Ich wollte ganz genau das Gleiche sagen. Ich verbringe irgendwie zu viel Zeit miteinander. Ja, definitiv. Kann man da nicht springen? Hab ich auch gerade gedacht. Ja. Dead Space macht nichts. Grüß an den Domme. Nein, Junge. Nein. Ernsthaft? Ja, geh. Dann sprinten wir. Okay, andere Richtung. Ich hab eine Idee. Weg hier. Dreh dich mal um. Okay. Boah, beim Umdrehen habe ich mich gerade nochmal erschrocken. So, what the fuck? Alter, ey. Also, ich muss das ja hier... Boah. Was ist das? Vor allem, ist das eigentlich nur so ein Spasti? Ich hab einfach das Knie übrigens unterm Tisch angehauen. Nee, da ist eine Seite. Ernsthaft? Wenn wir uns jetzt umdrehen, werden wir einfach mal richtig dick in die Fresse ge... Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hey, wir brauchen nur noch 10 Seiten. Das sind 2 mehr als beim Original Slender. Hey, Surprise. Das war so genau so ein wilder Jubeltaumel wie beim zweiten Erscheinen von Jesus. Als der alle Videokassetten. Manchmal weiß ich nicht, ob das diese Blitze sind. Oder einfach nur so ein... Renn einfach raus, das ist ein Penis. Was? Nein, dann... Ich sag, von wieso ich mich da so erschreckt hab. Ja. Ich will immer Leertaste, ne? Ey. Geht's hier weiter? Fuck. Ey, jedes Umdrehen wird zur Qual einfach. Okay. Kann ich wenigstens irgendwie so eine Pistole kriegen und so auf so ein Fass drauf schießen, einfach alles in die Luft sprengen hier? Einfach ich, sterben. Ist das zu viel verlangt? Wirklich? Renn mal. Sprinten? Echt? Ran mal. Jepepe, jepepe, ich schente. Ascha höko ringen, jepepepe. Alter! Fick dich, Mann, ey. Komischer Slender. Aber das Grinsen ist irgendwie... Also ich find's nicht so gruselig wie bei Slender. Ja, einfach weil der geile Sound nicht dazu kommt, naja. Ne? Naja. Wenn man sich da eigentlich normal voll erschrecken tut. Ich hab aber trotzdem keine Ahnung. Aber die Blitze sind anders, aber die Blitze sind geil. Da muss ich auch kurz stocken, ey. So, ist da links ist das ein Schild hier links? Ja, ja. Das ist so ein Schild, was wir nicht angucken. Einfach weitergehen. Da sind wir. Okay, weiter. Aha. Mann! Schwede, ey. Weil ich hier so ein voll verzögertes Ding gab. Was? Ja, Reflex nennen wir das. Ah! Spasti, ey. Boah, hier einfach mal so aus so einer richtig weiten Ebene. Man sieht nicht, ob da hinten was ist. Das sieht doch aus wie ein Haus. Ja. Nein. Schulz. Ja, uncool. Oh, Alter. Du hast nicht Schulz gesagt, Mann. Ja, weil ich einfach damit beschäftigt bin, hier was zu tun. Außerordentlich köstlich zu sein. Das auch. Ich bin Judge Fudge. Nur so. Falls ihr es nicht wusstet. Und Batman. Aber. Psst. Was sind das für Türme? Baradur und Ortank. Oder World und Trade. Und Center. Boah, ey, diese Blitze, die... Ich glaube, ich schieb hier echt bald einen epileptischen, wenn das so weitergeht, ne? Das ist echt... Vor allem, das ist echt geil mit dem hohen Ras. Mit dem hohen Ross? Du willst ein bisschen Zucker für dein hohes Ross. Ja. Oh. Dass du nicht siehst, wo du wirklich hingehst. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ja, das ist jetzt schon so ein geiler Effekt, ja. Finde ich. Ich meine, wenn das jetzt so ein bisschen
physischerer Slender wäre, weißt du, der sich so richtig durch das Ding bewegt, so alles wegdrückt, während er uns hinterherläuft. Willst du mich frühzeitig ins Grab bringen oder so irgendwie? Und dann siehst du so, wie der da so durchgestöbert kommt, ey. Er kommt einfach so auf dich zugerannt, ey. Alter, so, wie kommen wir denn hier rein? Das weiß ich nicht. Boah, manchmal habe ich das Gefühl, hier ist immer irgendwas, aber dann verschwindet dann auf einmal was. Ja. Fuck, ey, ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt in den Weg. Also das finde ich gerade. Alter. Das finde ich gerade echt nicht cool. Da ist ein Tor. Ein Tor, ich meine Tür. Wieso ist das eigentlich alles eingeteilt in Türchen? Da ist eine Tür und wir können einfach so rechts weitergehen. Geh mit. Da ist doch alles offen hier. Oh, Junge. Hab ich nicht gesehen. Alter, renn durch die Büsche. Ich brenne doch. Hab ich gesagt brennen? Ich habe Licht ausgemacht, damit man es nicht mehr sieht. Optimal, mach's wieder an. Awesome, jetzt sehen wir viel mehr. Hashtag Sarkasmus. Alter. Ich sehe überhaupt nichts. Ich auch nicht. Ich sehe den überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Riesen? Ey. Ich will da eigentlich lang, weil ich da rein will. Das ist unsichtbarer. Was ist das für ein Gebäude hier? Kein nettes. Aber hier ist schon wieder der Zaun. Kein Netto. Geht nicht rein. Alter, wir laufen jetzt schon wieder um dieses Ding rum, ey. Kann man nicht machen sein, Junge. Scheiß Slenderman ist hinter uns. Können wir auch nicht rein. Irgendwo, wenn wir immer weiter am Zaun lang gehen, irgendwo muss ein Tor sein, Junge. Ja, waren wir ja gerade. Ach ja, aber... Da war Slenderman, der uns so richtig gefistet hat, ey. Okay. Aber ich finde es schön, wie das Gras hier sich so im Wind. Pomelo. Guck mal gerade in den Himmel, nur mal so aus Interesse. Ja, schöne Skybox, aber. Ach, immer wichtig, fick dich Slender und zwar richtig, ey. Da kam jetzt gar nicht gut, ne? Aber der war spontan. Den habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ich dachte, der kam echt spontan. Ich wollte eigentlich einen anderen Reim nehmen, aber. Ich bin die ganze Nacht hier, also Tickets jetzt im Vorverkauf. Ich würde schon die ersten Reihen gerne reservieren. Die ersten Reihen sind aber die ersten 15. Willst du alle haben? Ja. Die ersten 3 Reihen werden nass? Ja. Okay, cool. Regenmantel gibt's aber für 2,50. Ja. Pro Nase. Boah, voll dagegen gelaufen. Okay, es wischt. Oh Gott! Oh Gott! Der zeigt jetzt den Mittelfinger. Hast du auch gerade gesehen? Ja. Boah, Alter. Ich war gerade in dem Zustand, wo ich ernsthaft dachte. Ich auch. Das Spiel ist doch irgendwie, ne? Richtig. Und plötzlich steht da so ein spektraler Ausschiss von irgend sowas. Aber das ist im Gegensatz, Alter. Das ist im Gegensatz zu dem Slender. Der hat sich richtig bewegt auf uns zu. Der war erst links und dann kam der. Ja, und dann kam der immer näher, ne? Und dann dieses. Und dann dieser. Abgeben, also von dem Zittern. Boah, Junge. Okay, nur mal zum Festhalten. 10 Seiten waren noch übrig. Das heißt, wir haben zwei Seiten gefunden. Das muss man sagen, das Spiel ist enorm schwer. Dafür, dass du das erste Mal gespielt hast. Das ist psychisch eine echte Belastung. Tim, ich kann nicht. Das ist doch gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch am Ende. Ich weiß, es war ein bisschen schleppend, das Ganze. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie sich das Ganze da verhält, dieses Haunt. Vielleicht kommt es nächste Woche nochmal. Vielleicht nicht. Mal gucken, ob es uns gefällt. Wir werden ausprobieren. Wenn ihr noch weitere Let's Gruselt haben wollt, andere Spiele habt ihr eventuell, dann schreibt das einfach in die Kommentare unten rein. Liked, teilt, liebt uns, liebt euch und habt einfach Spaß mit dem Ganzen. Ich würde sagen, Brofist zum Ende. Haut rein, Leute.